Mittwoch 18.18 Uhr und das heißt, es ist wieder Zeit für Orga TV. Und nachdem ich letzte Woche hier alleine im Studio war, habe ich heute wieder einen Studiogast, und zwar den gleichen, den wir schon vor 14 Tagen hier hatten. Meine inzwischen ja traditionsgemäße Studio-Partnerin oder Co-Moderatorin Caroline. Hallo. Hallo Caro. Sehr schön, dass ich heute nicht alleine hier sein muss. Das hat aber auch einen inhaltlichen Grund, denn heute haben wir fast eine Sondersendung. Es dreht sich alles nur um dich. Ja, es tut mir leid, ich kann es nicht ändern. Was soll und ich zwar zum einen eine Lehrveranstaltung, die du mitbetreust, genau. Und dann natürlich wie immer am Ende der Sendung den Orga-TV-Podcast, der ja auch von dir moderiert wird. Richtig. Also, fangen wir mal an mit der Veranstaltung. Mhm. Wir haben ja in diesem Sommersemester zum ersten Mal neu die Veranstaltung HR Organization and Communication. Richtig. Vierstündige Veranstaltung, dienstags nachmittags. Es geht um... Es geht hauptsächlich darum zu lernen, wie man richtig kommuniziert. Also sei es intern im Unternehmen als auch extern. Wie gehe ich mit Medien um? Und das speziell vor allen Dingen in der HR-Abteilung, weil wir eben die Situation haben, dass gerade Personaler sehr medienscheu sind, sage ich jetzt mal, weil sie vielleicht auch gar nicht genau wissen, wie sie eben damit umgehen sollen. Und da wollen wir den Studenten eben beibringen, wie kommuniziere ich richtig, wie arbeite ich, also wie kommuniziere ich vor allen Dingen auch transparent und so, dass meine Botschaft ankommt. Mhm. Und wir hatten ja vor 14 Tagen dann auch in der Sendung schon gesagt, wir machen ab und zu am Lehrstuhl so ganz verrückte Sachen, so ganz außergewöhnlich, nicht nur so die normale Variante Vorlesung oder Übung, sondern wir gehen aus dem Hörsaal raus in eine ganz andere Location, laden Leute ein und die erarbeiten dann mit den Studenten was zusammen, was man vielleicht sonst nicht so unbedingt in der Uni lernt oder von den normalen Veranstaltungen her kennt. Genau, richtig. Wir waren am Dienstag in der Aula und hatten zwei Herren vom Saarländischen Rundfunk zu Besuch, den Herrn Ney und den Herrn Bierach. Und die beiden haben unseren Studenten beigebracht, wie man sich praktisch, also erstmal, was eine Redaktion so macht, also wie wählen die überhaupt Themen aus, welche Themen kommen ins Fernsehen. Dann auch, wie man sich eben dann auch als Studiogast beispielsweise in so einer Sendung verhält. Mhm. Die beiden, du sagst vom SR, sind beide tätig im Redakteure im Bereich Max Magazin. Genau, richtig. Und ich glaube, Herr Ney hat die Leitung der Redaktion. Richtig. Und ja, die haben das den Studierenden mal gezeigt. Wie kommunizieren sie richtig? Genau. Und wir schauen uns vielleicht mal ein paar Ausschnitte dazu an, wie so die Gruppenarbeit dann in der Aula ausgesehen hat. Gut, wenn die, dann lassen wir die dort sind. Okay, da vorne ist die Expertenrunde. Hier wird es, gut, das diskutieren Sie selber irgendwo genannt. Ja, für die anderen gilt jetzt Folgendes. Wir spielen Markt der Möglichkeiten. Sie dürfen sich der Gruppenparteien, dürfen sich an den Tisch überstellen. Jeder hat ja irgendeine Idee, was er repräsentieren möchte. Okay, dann dürfen Sie auch schon unterwegs. Also ihr habt ja auch die Möglichkeit, es geht ja jetzt eigentlich mal darum, dass ihr gemeinsam vielleicht euch jetzt ein paar Stichwörter formuliert, was das Wichtigste ist, was die Essentials sind. Und für das Interview und auch für das Statement. Für das Statement muss man das natürlich verknappen, da hat man halt eben die 20, 25 Sekunden. Und für das Interview kann man natürlich ein paar Aspekte mehr nochmal reingeben. Und man kann sich vielleicht auch überlegen, wie würde ich auf eine Nachfrage, welche Nachfragen sind denkbar und wie würde ich darauf reagieren. Ein guter Interviewpartner überlegt sich halt eben auch vom Interview, kann der mich irgendwo reinreißen? Oder wo bin ich unsicher und wie gehe ich, wenn er auf diesen kritischen Punkt kommt, den ich mit meiner Firma überhaupt nicht besprechen oder preisgeben will, wie winde ich mich daraus, ohne dass es so nach auswinden ist? So, dann würde ich jetzt vorschlagen, dass ihr vielleicht jetzt mal diese Stoffsammlung macht und dann, ja, dass wir uns anschließend dann weiter aufteilen. So, also ich finde es ein Welthunger. Welthunger ist ein ganzes Thema, da müssen wir ja kämpfen. Also
ist halt ein gutes Thema, aber ist das aber wirklich so, ob man damit dann zu den Zuschauern halt. Das ist nicht so was, da sitzt man vor Fernsehen so oft. Und was ist dann das Prinzip? Also wie soll das funktionieren? Also vertreiben wir das nur oder entwickeln wir das? Ich denke, wir was ist dann das Unternehmen und vertreiben? Und was ist dann das Klassik? Was ist das? Gut, für jemanden, der so favorisierten Daten von der Person persönlichen Einstellungen. So, und dann? Sie das nicht wissen, was ist vorsichtig. Ja, geben wir nur ein Skript zum Mitschreiben, möglichst eine Folie und in Ruhe gelassen werden. Ne? Also das müssen wir aber jetzt nicht extrem sehen. Da hätte ich auch so ein paar Punkte, was ich da als Beitrag machen würde. Aber auf den Rest können wir uns einigen. Ja. Den Studierenden beim Lernen ein bisschen Zeitmanagement zu erreichen. Auch nicht schlimm. Schlecht. Zeitmanagement für Studenten. Genau, weil das größte Problem, also wir haben festgestellt, das größte Problem der Stoff, der gelernt werden muss, sondern die Zeit, die man braucht. Die man braucht, um den aufzunehmen. Ne? Genau. Also was wollt ihr mit uns verkaufen? Ihr kommt hier, stellt euch vor, ihr kommt auf den Heilberg in die Redaktion. Mhm. Sagt ihr, wollen einen Film über uns machen? Darüber? Oder sie sagt, könnte ich nicht zu Ihnen mein Studium? Das ist eine ganz realistische Entscheidung. Die treffen wir jede Woche fünfmal bei einem Thema. Wir überlegen uns immer, ist das ein Film, habe ich Bilder? Ja, genau, weil wir sind ja auch nicht stimmt. Also besser die Sendung. Okay. Bei solchen Sachen probieren. Ihr seid eine Agentur. Es ist eine richtige, ganz normale Autovermietung. Keine Agentur, die Autovermieter berät. Ihr vermietet sie selbst. Gut. Ja. Das würde ja heißen Wagenpark dementsprechend. Das würde aber auch heißen Beratung der Kunden in Bezug auf uns. Das auch, aber unser Konzept ist eigentlich, dass wir uns schon insofern engagiert haben, dass wir halt umweltfreundlich auch das angeben haben, aber unsere Nachfrage nicht so groß, deswegen haben wir uns überlegt, uns mit Caro, jetzt haben wir ein paar Ausschnitte gesehen, wie das so abgelaufen ist. Mhm. Was konkret haben die da in den Gruppen gemacht? Wie sah die Gruppenarbeit aus? Also es war so, dass wir zwei Gruppen hatten, also die Studenten in zwei Gruppen eingeteilt haben. Und da gab es einmal die Gruppe der Experten. Das muss man sich so vorstellen, dass es ja durchaus Redaktionen gibt, die sich Themen ausdenken sozusagen, also die sie für wichtig empfinden und senden wollen. Und dann dazu Experten suchen, die was zu diesem Thema sagen können. Mhm. So, und die mussten im Prinzip sich überlegen, wie bringe ich die Botschaft richtig rüber. Das war einmal, wie bringe ich eine Botschaft in einem Interview richtig rüber? Und das zweite, wie bringe ich das in einem Statement, wo ich nur 30 Sekunden maximal vielleicht Zeit habe, rüber, was ich sagen möchte. Und die zweite Gruppe, das war dann die größere Gruppe, das war sozusagen die Gruppe der Anbieter. Das war die Idee, ich als Unternehmen habe eine tolle Idee und will das einer Öffentlichkeit preisgeben und trete dann mit meiner Idee über beispielsweise einen Pressetext oder sonst was an die Medien ran. Und wie kriege ich das jetzt so spannend hin, dass im Prinzip das Fernsehen denkt, darüber machen wir einen Beitrag oder die laden wir ins Studio ein oder sonst was. Mhm. Hat das ganz gut geklappt? Also diese Interviewsituation, wie war das? Gab es dann Feedback, gab es dann Rückmeldung von den beiden SR-Mitarbeitern? Also es war als allererstes so, dass eben die sich aufgeteilt haben. Der eine war in den Gruppen, die halt die Anbieter waren, der andere in den Experten. Und da haben sie schon während die das gemacht haben, so ein bisschen mit denen diskutiert. Die waren auch beide total begeistert, also haben gesagt, dass das echt super gelaufen wäre. Dann gab es halt eben diese
Live-Situation, wo wir von OrgaTV dann praktisch das, unser Studio hier in die Aula verlagert haben und dann gesagt haben, okay, jetzt ist Live-Situation, jetzt machen wir das Interview vor der Kamera und dann gibt es auch keinen zweite, dritte, vierte Versuch, sondern das muss halt live gesendet werden praktisch. Und danach haben die dann auch Feedback bekommen, was war gut, was war schlecht. Ja, und haben dann auch nochmal vom SR eben anhand einer Präsentation nochmal gezeigt bekommen, worauf muss ich eigentlich genau achten, was ist wichtig, was ist vielleicht, was kommt gar nicht gut an, was kommt gut an. Ja, so ein Statement, was Studenten vorbereiten mussten und dann vor der Kamera sozusagen in 30 Sekunden waren es, glaube ich, rüberbringen mussten, haben wir auch vorbereitet und das schauen wir uns jetzt mal an. Erschwerend kommt hinzu, dass im Saarland viele Unternehmen für die Automobilbranche zuständig sind, entweder Zulieferer oder direkt in der Automobilbranche tätig sind. Und das die wirtschaftliche Situation erschwert. Ja, das haben wir jetzt nicht gehört. Das ist also, Herr Scholz hat es schon angedeutet, dass es durchaus jetzt die Praxis, dass ein Statement nie beim ersten oder selten bei ist, wie man jetzt in dieser Situation dann sagen, das war wunderbar, Frau Heinz. Sie haben einen jetzt mal Guckfehler gemacht. Sie haben nicht in die Kamera geguckt, sondern haben sich zwischendurch bei mir vergewissert, ob ich noch zuhöre, beziehungsweise wie ich reagiere. Ich habe auch gar nicht die Zeit im Auge. Das hat mich irritiert. Ist das jetzt, soll ich das einfach verdrängen? Weil ich glaube, ich kann nicht. Sie kommen mit 30 Sekunden zurecht, wenn Sie sich dann überlegen, dass Sie versuchen Sie in drei Sätzen auf meine Frage zu antworten. Sie brauchen auch nicht von Anfang an zu erklären, dass die wirtschaftliche Lage sich so entwickelt hat. Das geben wir ja vor, das weiß man ja. Sondern Sie brauchen nur zu sagen, müssen sich die Saarländer Sorge um ihren Arbeitsplatz machen, müssen sie Angst haben, Kurzarbeit zu erleben. Zweite Klappe. Nach der wirtschaftlichen Situation müssen sich viele Saarländer weiterhin Angst um ihren Arbeitsplatz machen. Eine Kurzarbeit ist nicht abzusehen und. Oder wird immer schlimmer. Ja, weil es passiert nämlich Folgendes, das ist Information. Sie fängt an, nachdem beim zweiten Mal, und dann fängt sie an, darüber nachzudenken, soll ich die Abrechnung das nochmal an. Ja, da läuft im Kopf eine Schleife, eine ganz unbewusste Schleife, die in der Live-Sendung nie läuft. Ja, in der Live-Sendung rede ich, da kann ich gar nichts anderes machen. Ja, wenn er mich was fragt, da brauche ich gar nicht drüber nachdenken. Hören wir jetzt auf oder hören wir nicht auf? Ja. Ich kann mich, ohne dass ich jetzt ein privates Detail ausplaudere, an eine Session mal erinnern, wo ich auch bei Ihnen im Interview war, was aufgezeichnet wurde. Ja. Die Studioatmosphäre aufgezeichnet. Es hat relativ lange gedauert. Genau wegen dem Effekt. Dann hat die Regie noch gesagt, jetzt noch einmal, etc. Mhm. Das heißt, hier ist genau das Phänomen, was bei einer Aufzeichnung passiert. Da haben Sie die Denkschleife, hoppla, kann ich nochmal neu machen. Und deswegen ist es ganz natürlich, das zweite, dritte Mal wird immer verpasst. Erst beim vierten Mal fangen Sie an, sich zu überlegen, es ist eh wurscht, jetzt will ich das hinterher machen. Und dann sagen Sie erstens, das ist so, und es ist so, und es ist so, und es ist so, und dann haben Sie eine gute drin, und dann können Sie nachher noch eine lustige machen. Aber so gesehen kommt jetzt die dritte dran, und die dritte ist garantiert auch nochmal schlecht, aber vielleicht ist sie gut. So. Dann versuchen wir jetzt die dritte. Läuft. In Anbetracht der Tatsache, dass in vielen saarländischen Unternehmen weiterhin Kurzarbeit besteht, herrscht allgemein Unruhe unter den Arbeitnehmern. Daher erschwerend kommt hinzu, dass in Saarland viele Unternehmen von der Automobilbranche abhängig sind und als Trainer auch als Einnehmen zu verlagern sind. Die Arbeitnehmer haben Angst um ihre Existenz und fürchten um ihren Arbeitsplatz. Ja. Das ist das Machtgefühl. Jetzt
merke, dass diese Frage stellen wir dann, je nachdem, manchen Gesprächspartnern schon, fragen, sind Sie so zufrieden, wollen Sie es nochmal machen, sozusagen als... Jetzt möchte ich es nochmal machen, weil ich schon gesagt habe, beim vierten Mal ist es fest. Okay, jetzt kommt die Klärung. Aber wir haben eine Version schon im Kasten, das heißt also, die könnte schon gesendet werden und das ist immer beruhigend. So, und jetzt kommt die Kür und jetzt wird alles ganz toll. So. Die Tatsache, dass bis zum Ende des Jahres die Kurzarbeit nicht beendet wird, fürchten viele Arbeitnehmer um ihren Arbeitsplatz und haben Existenzängste. Erstellen und bezahlen hinzu, dass viele Unternehmen von der Automobilbranche abhängig sind oder direkt in der Automobilbranche tätig sind und keine direkten Auftragseingänge zu verzeichnen sind. Es stellt sich vor allem für viele mittelständische Unternehmen, ob sie Insolvenz anmelden müssen oder nicht. Ja. Das ist offenbar gar nicht so einfach. Nee, das ist wirklich schwer. Also man glaubt das ja nicht so. Ich kann das auch nachvollziehen, weil beim Podcast muss ich ja auch immer nur in die Kamera gucken. Mhm. Und man wird halt sehr abgelenkt. Und wenn man dann natürlich auch noch die Situation hat, wie da war, dass ich eben 60 Leute im Publikum sitzen habe, meinen Prof im Publikum sitzen habe und die beiden Herren vom SR und der eine steht eben direkt neben der Kamera, ich stand hinter der Kamera, dann glaube ich, ist die Nervosität eben noch größer. Ne? Also es ist echt nicht einfach. Ja, und es ist schlimm, man verhaspelt sich permanent und immer wieder. Ich habe ja einmal dich im Podcast vertreten. Es war entsetzlich. Also, da bin ich also ganz froh mit der Live-Sendung, da geht raus, was gesagt wurde und man kann es nicht mehr rückgängig machen. Wir haben auch aufgezeichnet aus den Gruppensituationen diese Interview-Geschichte, die Interviewsituation. Worauf kam es da nochmal genau an? Da kam es vor allen Dingen darauf an, zu gucken, kriegt man die Botschaft, die man eigentlich bringen möchte, richtig rüber? Verhält man sich richtig? Wie sitzt man? Wie gestikuliert man? Was für eine Mimik? Mhm. Also all das, was man ja eben auch bedenken muss, wenn man vor der Kamera ist. Ne? Okay, gucken wir uns an. Maximilian Tirsching. Ja, ums eigene Leben reden, sozusagen. Okay. Aber Sie werden jetzt überleben, das wird nicht schaffen. So, dann warten wir auf die Klappe. Also die Klappe, die es nicht gibt, wir stellen uns vor, der Film ist jetzt zu Ende. Ja, und Gast in Max ist jetzt Professor Maximilian Tirsching. Er ist Experte für Arbeitsmarktfragen hier in Saarland. Herr Tirsching, wir haben eben die Sorgen des Betroffenen gesehen. Müssen sich die Menschen im Saarland zu Recht Sorge um ihren Arbeitsplatz machen? Leider ja. Das ist jetzt die Frage, wie sich die weitere Lage entwickelt. Momentan haben wir einen sehr niedrigen Auftragseingang, vor allem mit der für Saarland wichtigen Industrien wie Stahl und Automobilbau. Und jetzt ist die Frage, wird sich das in diesem Sommer noch verbessern? Wird es sich verbessern? Das können wir momentan nicht sagen. Es gibt einige Indikatoren, die darauf schließen lassen, dass es eine leichte Erholung gibt, aber eine starke werden wir dieses Jahr leider nicht bekommen. Und dann ist auch die Frage, wie es dann mit der Kurzarbeit weitergeht. Was schätzen Sie, wird es mehr Menschen, mehr Firmen geben, die Kurzarbeit machen müssen? Das ist auch, man muss das sehen, ob die Bundesregierung ihr Programm verlängert. Das wurde jetzt schon einmalig verlängert. Wenn es nochmal verlängert wird und weiter Gelder da sind, dann werden es natürlich alle Unternehmen nutzen, um so den möglichen Arbeitsplatzaufbau zu finden. Wann ist Ihrer Einschätzung nach die Krise überwunden? Wie gesagt, es gibt jetzt die ersten Indikatoren, die ja auf einen leichten Anstieg der Auftragseingänge hinweisen. Aber ein Punkt zu sagen, das wäre reine Spekulation, das möchte ich nicht. Vielen Dank, Herr Tirsching, für dieses Gespräch. Bitte. Das war also das eine Interview und weil es so schön war, machen wir jetzt das Interview nochmal und zwar mit Andreas Jäger. So, wir stellen uns nochmal vor, der Film ist zu Ende. Unser heutiger
Gast ist Herr Andreas Jäger. Er ist der Direktor des Wirtschaftsforschungsinstituts Alles wird gut. Und Herr Jäger wird uns jetzt erzählen, wie seiner Meinung nach denn die Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt weitergeht. Müssen sich die Saarländer Sorgen machen? Ja, in meinen Augen ist es durchaus so, dass der Arbeitsmarkt sich nicht groß bewegen wird. Also es wird wahrscheinlich weiter so bleiben, dass viele Unternehmen auf Kurzarbeit bleiben oder darauf umstellen. Aber ich denke nicht, dass es zu massiven Entlassungen oder Neuanstellungen kommen wird. Gibt es denn Branchen, die besonders betroffen sind oder auch umgekehrt Branchen, wo man sagen kann, da ist jetzt schon alles gut? Ja, im Saarland Automobilindustrie, alles was mit Zulieferbetrieben zu tun hat und Stahlindustrie. Das sind halt die großen Betriebe, die großen Teile hier und die sind alle gleich betroffen. Sie sind ja erfahrener Experte. Was müsste die Politik, was müssen die Kollegen der Wirtschaft denn tun, damit diese Krise schneller überwunden wird? Ja, ich glaube, das ist im Moment so eine Boot-auf-Meer-Situation, kleines Boot, großes Meer. Und da hilft jetzt groß Steuern wenig. Man muss sich überlegen, wie man beim nächsten Sturm besser steuert. Also es wäre jetzt an der Zeit, neu nochmal also zu schauen, wie könnte ich darauf reagieren, wenn ich wieder in so eine Situation komme. Was habe ich eben für Fehler gemacht, wie vermeide ich die beim nächsten Mal. Aber jetzt eingreifen, das ist eigentlich ein Mechanismus. Vielen Dank, Herr Jäger, für dieses Gespräch. So, damit hat unsere Gruppe sozusagen ihre Arbeit hier im Arbeitsauftrag erledigt. Und ich übergebe dann an den Kollegen Bierer mit euch sozusagen. Also, Sie müssen sich vorstellen, wir würden jetzt einen 2-Minuten-Film erstmal senden mit stinkfaulen Studenten. Sie sitzen in der Eisdiele, ich würde hier auf der Wiese fotografieren, haben so ein Würstchen im Mund und studieren halt nicht. So sieht der Film aus. Also wäre mit Sicherheit lustig. Und jetzt machen wir doch ein ernsthaftes Gespräch über diese neue Erfindung. Läuft alles? Film ist jetzt zu Ende. Begrüßen Sie ganz herzlich bei uns im Studio. Der Film war jetzt ein bisschen angeschärft. Ganz so faul sind die Studenten natürlich nicht, aber sehr viele Leute haben wohl Probleme mit ihrer Zeitaufteilung. Wie viel Wissen kriege ich möglichst in wenig Zeit rein? Sie haben eine neue Erfindung gemacht, eine Software, die heißt OptiTime. Erklären Sie mal dem Zuschauer, was das eigentlich ist. Genau. Also unsere Software heißt OptiTime, ist wie gesagt erstmal nur für Studenten gedacht. Da wir selbst eine Gruppe von Hochschulabgängern sind, haben wir festgestellt, in unserer Gruppe sind auch 2 Psychologen, Ausgebildete, dass es meistens nicht das Problem ist, welchen Stoff man lernt und wie man diesen Stoff lernt, sondern die Zeit, die man zur Verfügung gestellt hat oder sich selbst nimmt, um diesen Stoff zu lernen. Und deswegen haben wir eine Software entwickelt, die auf den individuellen Studenten bestimmt ist. Die wird dann nach der Persönlichkeit des Studenten ausgerichtet sein, welche Stärken hat er, zu welchen Zeiten kann er sehr gut lernen, welches Umfeld braucht er zum Lernen. All diese Indikatoren werden abgespeichert, um dann einen Zeitplan, ein Zeitmanagement für den Studenten zu entwickeln. Sagen Sie mir doch bitte noch kurz, wie ich mir das optisch vorstellen soll. Habe ich dann als Student sozusagen nachher auf meinem Notebook einen Wochenplan? Genau. Zum Beispiel? Ja, ganz genau. Also so ganz praktisch soll das aussehen. Man hat so eine Art Tabelle, wo an der Seite so Anmerkungen sind. Wo bin ich gerade? Wie sieht es aus? Wann habe ich die nächste Pause? Dann sollen vielleicht noch so kleine Motivationsfaktoren immer wieder eingeblendet werden. Du hast jetzt das und das geschafft, jetzt kannst du dir einen Kaffee gönnen, einen Freund anrufen, was weiß ich. Aber eben auch der andere Fall, wenn man seinem Zeitplan hinterherhinkt, dass die Warnung aufleuchtet, jetzt mach mal weiter, sonst wird es morgen umso schlimmer. Klingt so ein bisschen, wer bin ich und wie viele. Aber sagen Sie mir zum Schluss noch, was kostet das Ganze? Ja, also das ist natürlich jetzt am Anfang ein ganz neues Produkt. Wir müssen gucken, wie es am Anfang läuft, aber im Moment liegt die CD-ROM bei 49,90 Euro. Danke Ihnen sehr. Lustig, was ihr vorlesen, alles macht, ist drei. Sehr lustig. Haben die schon den Spaß gehabt? Ja, also gab es schon Rückmeldungen? Nee, nicht direkt. Also ist jetzt niemand nachher zu mir gekommen, aber ich hatte das Gefühl, dass die das ganz, ganz lustig fanden. Mhm. Ganz cool war, ja.
Und wie geht es jetzt weiter in der Veranstaltung? Wird das nochmal aufgegriffen thematisch oder ist jetzt sozusagen die Idee, wie kommuniziere ich mit und in den Medien erstmal abgeschlossen und es kommen jetzt neue, eher theoretische Inhalte? Nee, am Dienstag werden wir uns das Ganze nochmal angucken und nochmal genauer drauf schauen, was da so gut und schlecht war auch nochmal, weil die haben das ja praktisch noch gar nicht auf Leinwand gesehen. Das konnten wir da leider nicht machen. Das würde man bei der nächsten Veranstaltung auch ein bisschen anders machen. Mhm. Aber das werden wir im Prinzip jetzt die kommende Woche nochmal machen. Und dann lernen die Studenten noch ein bisschen mehr auch über die Mediengesellschaft an sich. Denn wir haben viel zu HR jetzt gemacht, viel auch, wie wir kommunizieren. Aber so richtig die Mediengesellschaft, was sind Medien, was gehört dazu und so, haben wir eigentlich noch nicht so mit denen gemacht. Und dann werden wir noch die Idee machen, Medien schaffen, Wirklichkeiten, Märkte, Werte. Mhm. Also das Saarbrücker. Das Saarbrücker-Modell kommt auch noch dran, gut. Genau. Gab es Rückmeldung von Herrn Ney und Herrn Bierdach? Was haben die gesagt? Die waren ganz begeistert. Also gerade auch der Herr Bierdach, der eben für diese Anbieter zuständig war, hatte vorher noch so gesagt, ja super, also wenn die dann aber keine Idee haben, die ich gut finde, dann kann ich auch sagen, ich will niemanden. Und dann, ja, können sie sagen. Kam er an und sagte so, jetzt habe ich 10 Ideen und ich finde alle gut, was mache ich denn jetzt? Also super. Die waren ganz begeistert. Okay, ja, das hat also alles doch gut funktioniert. Ja. Themenwechsel, letztes Thema für die heutige Sendung, wie immer. Der Orga-TV-Podcast und da gab es in der letzten Woche das Thema www.studido.de. Richtig. Mit Doppel-O geschrieben. Ja. Studido.de. Ja, ich wusste auch erst nicht, wie man es aussprechen soll. Ist so eine Kombination aus Jobbörse, Dienstleistungsangebot und weiß ich nicht, irgendwie kombiniert mit Web 2.0 und Social Network. Genau. Also im Prinzip ist die Plattform wohl auch dafür gedacht, eben, ich sag jetzt mal, auf andere Art und Weise seinen zukünftigen möglichen Wunscharbeitgeber kennenzulernen. Ja. Und ich glaube, es ist ganz spannend für Studenten, die gerade auch so sich wirklich Gedanken darüber machen, wo möchte ich eigentlich später mal sein, zu welchem Arbeitgeber möchte ich gehen. Das heißt, wir bleiben beim Thema Arbeitswelt und gucken uns den Orga-TV-Podcast an. Caro, schon wieder mal mit dir. Es tut mir leid. Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Orga-TV-Podcast aus der Universität des Saarlandes. Social Networking einmal anders. Das ist das Ziel der Erfinder von studido.de. Die versuchen, den Berufseinsteigern, Absolventen und Studenten sowie euch die Möglichkeit zu geben, potenzielle Arbeitgeber besser kennenzulernen und nebenbei noch ein ganz bisschen Social Networking betreiben. Wie das genau funktioniert, das seht ihr jetzt. www.studido.de ist eine Plattform, die Jobbörse, Dienstleistungen und Social Networking vereint. Die Absicht von Studido ist, Unternehmen und Privatpersonen mit Studenten zusammenzuführen. Hochschülern bietet das Portal eine Vielzahl an Möglichkeiten rund um Jobs und Netzwerke. Bei Studido kann nicht nur in Stellenanzeigen eingesehen, sondern auch Jobgesuche inseriert werden. Besondere Features sind das Uploaden vom eigenen Lebenslauf oder das Versenden einer Bewerbung direkt per Mausklick. Unternehmen haben die Möglichkeit, gegen eine Gebühr neue qualifizierte Mitarbeiter zu rekrutieren und durch Videos oder angehängte PDFs auf sich aufmerksam zu machen. Viel Inserierer können neuerdings auch von einem Flatrate-Tarif profitieren. Auch diese Idee scheint ja nicht ganz neu zu sein. Zumindest kennt man diese Art von Social Networking ja bereits von einigen Plattformen wie beispielsweise Xing. Was allerdings neu ist, sind die Features, die teilweise angeboten sind, die man so auf anderen Karriereplattformen nicht unbedingt wiederfindet. Den Studenten kann man dann also nur raten, es einfach mal selber auszuprobieren. Unternehmen sollten sich allerdings gut überlegen, ob eine Premium-Mitgliedschaft, die immerhin bis zu 150 Euro monatlich kostet, sich wirklich lohnt. Allerdings ein Gutes hat es, denn auch hier gibt es natürlich eine Flatrate. Das war's von mir für heute. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Bleibt mir treu. Tschüss. Ja, das war der Orga-TV-Podcast. Und das war's auch schon wieder für diese Woche. Genau. Und das war's für uns beide jetzt hier im Studio. Ja, auf jeden Fall. Haben wir nächste Woche noch eine Sendung? Nee, aber... Ich wollte gerade sagen, auf lange Zeit. Jetzt erstmal nämlich sind wir nämlich nicht mehr dran. Erst wieder ganz am Ende des Semesters, letzte Sendung im Semester. Bin zumindest ich wieder da.
Ja, hoffentlich mit dir zusammen. Können wir ja mal sehen. Denn ab jetzt geht es weiter mit den Studenten des Multimedia-Praktikums, heißt es neuerdings. Früher hieß es ja noch Übung zur Medienpraxis. Multimedia-Praktikum ist ab nächster Woche an der Reihe. 5 Gruppen haben wir in diesem Semester. Die gestalten dann die Sendung, moderieren die Sendung. Thema? Suchen das Thema etc. Es geht immer um die Arbeitswelt, auch da. Genau. Das ist der Inhalt, weil es gehört ja zum Vertiefungsfach Organisation und Personalmanagement. Und ja, sind wir mal gespannt, was die Studententeams machen. Ganz gespannt. Das ist ja eigentlich immer sehr Das ist immer cool. lustig, weil dann sind wir hinter den, nicht nur hinter der Kamera, sondern wir sind ganz normal Zuschauer. Wir sind nicht mal in der Regie oder sonst wie. Das machen alles die Studenten. Und da freue ich mich auf die Zuschauerrolle. Und dann, wir machen es jetzt schon fest, wir beide machen zusammen dann die letzte Sendung. Ja, das ist gut. Die ist am 29. Oder 29. Jedenfalls in dieser letzten Juliwoche. Ja, genau. Lange Zeit bis hin. Ja. Ja, von daher, an alle Orga-TV-Zuschauer auf jeden Fall weiterhin zugucken. Die Studenten haben sich ganz tolle Sachen überlegt und werden das ab nächster Woche präsentieren. Genau, und von uns. Tschüss. Ciao. Wo auch immer jetzt gerade die richtige Kamera ist.